Herzlich willkommen zum Newsletter 167, der Nummer 4 in der neuen Zeitrechnung, in der wir die Kurve flach halten müssen. Wir dürfen nicht riskieren, dass unser deutsches Frisiersystem überlastet wird, dass am Ende gar Friseurinnen und Friseure zu unmoralischen Entscheidungen gezwungen werden, ob Alter vor Schönheit einen Platz an den wenig verfügbaren Behandlungsstühlen zugestanden wird. Jetzt können sich Männer solidarisch zeigen und Frauen den Vorrang lassen, den sie sich mit der Hauptlast der Krise auch verdient haben. Ich flache die Kurve ab. Ich hatte schon längere Haare. Ein Auto ist ja eigentlich ganz nett, aber würde eine neue Massivholzküche nicht mehr Freude am Familienleben vermitteln, ein neues Bettsystem nicht mehr Erholung bieten oder ein ergonomischer Relaxsessel dem Rücken nicht besser tun als die Unterstützung von Lobbystrukturen, deren Fragwürdigkeit sich auch schon vor der Krise zeigte. Wir Möbelmacher sind alle gesund, wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns das Durcharbeiten ermöglicht haben. Einige Kunden nutzten sogar unsere Skontierung von Vorauszahlungen für langfristig geplante Wohnobjekte. Allemal besser als Minuszinsen. 1988 waren wir ein Start-up mit dem Green Deal ums Massivholz aus der Region und der wohngesunden Einrichtung. Heute nennt man das Nachhaltigkeit, enkelgerecht oder ethischen Konsum, aber eigentlich ist es wie immer. Es geht um Lebensqualität zu Hause oder am Arbeitsplatz und jetzt noch mehr im Homeoffice, für das wir eine Seite auf unserer Homepage general überholt haben. Auch die Seite Frauenzimmer ist aktuell, in der es um wohnliche Rückzugsorte mit Relax und Genuss oder auch mal Schlafmöglichkeiten für Gäste oder Schnalflüchtlinge geht. Wir verschenken ein neues Kochbuch aus richtigem Papier, das natürlich nicht nur für Teppanyaki-Fans geeignet ist. Über eine kleine Spende für die Bausteine des Lemberger Hoftheaters würden wir uns freuen. Bis Ende Mai läuft bei Pro Natura noch die Aktion mit den Sommerbetten und es gibt auch Geschenkgutscheine natürlich für alle Produkte, die Sie bei uns, bei den Möbelmachern, kaufen können. In unserem Bretterbericht 2020 erklären wir, wie auch die regionale Waldschöpfungskette von der Krise betroffen ist und dass unsere Art der ganzheitlichen Holzwirtschaft mit dem sonst üblichen Einkauf so viel zu tun hat wie das edle Kochen von Diana Brütl mit einer Tiefkühlpizza. Das ist auch der Tenor im ausführlichen Bericht anlässlich des 15. Geburtstags des Nachhaltigkeitsblogs. Wir erzählen, wie es sich mit wessen Hilfe entwickelt hat. Die Freude an Qualität, Einzelanfertigung, an ökologischen und kulturellen Ansprüchen kann man nicht zertifizieren. Darüber muss man ehrlich berichten und damit das Vertrauen herstellen, das uns mit unseren Kunden verbindet. Deswegen empfehlen wir auch nur Produkte, von denen wir selbst begeistert sind. Unsere Messer zum Beispiel bekommen Sie in der Zwischenzeit nicht nur mit unserem Elsbeere, sondern auch mit unserem Nussbaumgriff, natürlich mit dem passenden Magnethalter. Zum Transportieren von Speisen haben wir entdeckt, wie praktisch die Gabehälter mit der Gummidichtung sind. Weil es so gut ankam, haben wir mal wieder ein Wimmelbild gebastelt und verlosen wieder Preise und wir bitten Sie, den Fragebogen der Stadt Hersbruck auszufüllen. Denn vor allem unsere Kunden wissen die Vorteile einer Chitasur zu schätzen, auch wenn die zwischenzeitliche Entschleunigung leider andere Gründe hatte. Lassen Sie den Menschen den Vorrang beim Friseur, die es nötiger haben. Bleiben Sie gesund und bis bald!